So, meine Damen und Herren, wir sind wieder zurück bei Mount & Blade 2. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play. Auf Twitch gestreamt, auf YouTube natürlich hochgeladen. Und vor allem, das ist das Allerwichtigste, ich spiele die Mod. Die mega coole Mod. Europa 1100. Wir müssen Ancona wiederholen, weil in der letzten Folge hat uns das Heilige Römische Reich den Krieg erklärt. Mal wieder. Ah, ich hatte gar noch nicht geguckt. Wie weit sind wir dann runter? Ursprünglich 15.000, nachdem sie Ancona eingenommen haben, 11.000. Nachdem wir die Schlacht jetzt gewonnen haben, 8.000, was wir noch zahlen müssen. Nein. So, der Falke soll los. Wir rekrutieren, wie was geht. Die Garnison hält sich in Grenzen. Ich wollte zum Verlies gehen und hier schnell ein paar Noblemen reinschmeißen und vor allem ein paar von den polnischen Reitern, weil wir zu viele haben. Und dann hatte ich in der letzten Folge noch vergessen, die einen Reiter rauszunehmen, die gar nicht so gut sind. Die hier. Die gehören auch nicht dazu. Oder? Ja, das sind die hier. So, das sind sizilianische Ritter, das sind deutsche Ritter, das sind spanische Ritter. Das sind auch deutsche Ritter, die sind aus Ungarn, aus Frankreich und die sind aus Polen. Die wollen alle zu mir jetzt. So, also. Wie in der letzten Folge schon gesagt, Sizilien haben wir vorerst mal auf Pause gesetzt. Das Ziel ist jetzt oben durch. Und wir suchen uns da noch eine nette sizilianische Familie raus, die wir hier installieren können. Weil ich glaube nicht, dass Palermo, dass ich Palermo selber nehme. Obwohl, es wäre nicht schlecht. Dann könnten wir alles mit dem Schiff schnell erreichen, um es zu verteidigen. Na, wir überlegen noch. Zuerst mal Ancona wiederholen. Naja, was wollte ich noch skillen? Nein, ich selber investiere jetzt nichts in Armbrust, um nur noch bis hierhin zu gehen. Baukunst wäre vielleicht noch was. Oder ich sage, wir machen bei Taktik noch, dass wenn wir wieder Truppen opfern, wenn wir fliehen müssen oder so, das passiert ja häufiger mal. Ja, wir gehen bei Taktik noch eins weiter. Und Vogt... Ja, Taktik, Taktik ist es, Chat. Muss ich 7 erreichen bei Elan, um das Maximum rauszuholen? Oder reicht der Rest? Haben wir Hauptmann 2 in der Formation. Schaden gegen Schilder durch Truppen in eurer Formation. Schaden durch Infanterie in eurer Formation. Sieben und fünf Fokus war's. Ich überlege gerade, ob ich zweihändig noch mitnehmen will. Guck, die Überlegung ist, meine Truppen werden ja erheblich stärker. Also wenn die zum Beispiel das hier machen, machen meine Männer gegen Schilde mehr Schaden und brechen schneller die Schilde. Plus 2 Schaden durch Infanterie in eurer Formation. Hätten wir hier nochmal. Schaden gegen 3 Tiere durch Truppen in eurer Formation. Wäre auch nicht schlecht. Oder nochmal gegen Schilde. Dann könnten wir hier unten... Gefangenenlimit oder Truppenlimit erhöhen. Hier hätten wir dickes Fell, das wäre plus 5 Truppen. Das sind unsere Soldaten noch tougher. Da müsste ich nur noch eine Klinge finden, die ich einhändig und zweihändig führen kann. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Ich mach mal gar nichts. Ich weiß es nicht. Wenn ich ein gutes Schwert finde, das wir zweihändig führen können, sowohl als auch einhändig, dann werden wir das nehmen.
wir greifen sofort an. 200 Mann sind wirklich nicht viele. Ein Großteil kriegen wir wahrscheinlich auf der Mauer schon niedergeschossen mit den Armbrustschützen. Mit 6 kommst du auf 274, ja, verdammt. Gerade knapp nicht. Da! Bowmen! Arrows! Arms like bows! Onwards! Move out! Archer! Loose formation! Arrows! Forward! Arrows! Spread out! Bows! Move! Ascona hat eine Wahnsinnsgute. Guckt euch an, wie man das verteidigt. Aber schnell einnehmen, weil ich schnell wieder mobil sein will. Guck's in die falsche Richtung. Das stimmt hier nicht. Ich versuche das Tor mal zu öffnen. Dass ich Vasall von Venedig war. Ja, der war aber nur zweihändig, meinte ich. Es wird nicht mehr geschlossen. Kommt. Es müssen nicht verdammt viele Soldaten das einzunehmen, ohne irgendetwas. Jups. Tore sind offen. Beeilt euch. Ja, es gibt viele Verwundete. Aber die Stadt ist unser. Hat uns halt einfach mega viel gekostet. Weiß nicht, ob sich das gelohnt hat. Ob die Geschwindigkeit, wert war. Stahlbanner. Kuno wurde eingenommen. Die Wahl hat begonnen. Nee, eigentlich keine Wahl. Ich krieg's. Fertig.
Festung und Spiele, ja. Machen wir Festung und Spiele hier, ansonsten geht das nämlich in die Hose. Also wir können kurz gucken, ob das Schwert, das ich gekriegt habe, sowohl einhändig als auch zweihändig zu führen ist. Warte schnell. Zweihandschwert. Ne, ist nur zweihändig. So, damit es hier keine Rebellion gibt, warten wir ganz kurz, bis der Sprung gemacht wird. Ja, ich krieg das. Er hat unten schon zwei Siedlungen. Zwei Burgen. So. Also kurz gucken. Also Truppen, Garnison, Ancona, ein Tausender. Warum haben wir Napoli immer noch mit unendlich? Hätte ich nicht umgestellt, ne? So, da bin ich gespannt. Wir müssen jetzt viele, viele Leute wieder rekrutieren. Ich überlege auch gerade, ob ich meine Jungs schnell alle losschicke und einzeln rennen lasse. Ja. Ich löse auf. Jeder soll hopp rekrutieren gehen. Ist ein Tempo. Command. 52 Pferde. Was hat denn der gemacht mit seinem Leben? Hear me. Take them down. So, Norditalien versuchen wir zu befreien. Das wird aber uns viel, viel kosten. Ich habe noch nicht genug Adelsfamilien, die auf meiner Seite kämpfen. Wir flaggen den Fahnenträger und der muss sterben, damit der Buff weggeht. Sehr gut. Wenn der die Flagge, die Standarte hält, besiegt wird, dann verlieren sie ihren Standartenbuff. Bei uns übrigens auch. Neuer Soldat nimmt den normalerweise wieder auf. Aber wenn zum Beispiel 15% weniger Schaden ist, na dann Schaden, macht er schon gut was aus. Ne? Siegfried, bist du ein. Er ist sadistisch. Gibt echt keine guten, ne? Gibt gefühlt nur noch Psychopathen auf der Welt. Wir nehmen selbstverständlich einfach alles mit. Ich schmiede eine passende Waffe. So gut bin ich nicht im Schmieden. Meine Frau könnte das vielleicht machen. Nee, wir kaufen eine. Wir haben nicht die Zeit dafür. Kann es sein, dass er mit jemand anderem noch im Kampf ist? Nein, er ist nur mit uns im Kampf. Mit Helvetik. Also mit mir persönlich.
Schicken wir sofort wieder los. Ich habe nicht genug Geld für meine Bedürfnisse. Auf der anderen Seite kriegen wir verdammt nochmal viel Geld zusammen. Und ich müsste eigentlich die ganzen Workshops noch kaufen, ne? Dass die in Yatara noch funktionieren. Was haben wir hier eigentlich? Da ist eine Leinenweberei drin. Eine Töpferei. Wenn ich jetzt hier reingucke. Ton geht so, das heißt, die Töpferei macht nicht so viel Sinn. Eine Leinenweberei bräuchte Flachs, macht auch nicht viel Sinn. Ja, sehr gut, ja. Die richtige Seite entschieden. Felix ist aus eurem Trupp entkommen. Und sowas auch. Felix der Schelm, hä? Da versammelt sich gerade eine größere Truppe. Wir lassen da noch ein paar Leute rein. Ich kann noch ein Gesetz verabschieden, wo wir noch mehr Soldaten mitführen. Das habe ich mir fast noch gedacht. If you please. Damit befreien wir ihn wieder. Hey, gibt es in der Mod eigentlich gute Bogenschützen wie die britannischen Fians oder ist der Fokus eher auf Armbrustschützen? In Italien, Frankreich und in... im Heiligen Römischen Reich ist es eher auf Armbrustschützen. In England sind es eher Bogenschützen. Also das heißt, wenn du in England nicht bei den Engländern, sondern im welschen Gebiet bist, hast du da Langbogenschützen, die sind richtig gut. Und zumindest von den Stats her und von den Waffen, die sie benutzen, sind sie richtig gut. Wenn du dann ins Byzantinische Reich gehst, hast du, glaube ich, wieder Bogenschützen. Also es kommt ein bisschen darauf an, wo du dich rumtreibst. Zu dieser Zeit war halt Italien, Frankreich und das Heilige Römische Reich, die hatten halt viele Armbrustschützen. Da musstest du schnell eine Armee aus dem Boden stampfen und es ist halt relativ einfach, einem Bauern beizubringen, wie er eine Armbrust zu verwenden hat. Währenddessen die Langbogen in England viel länger trainiert wurden, was einen Unterschied macht. Ja! Einen guten. Bowmen! Loose formation! Move out! Wall! Now! Warrior and forward! Die Ungarn zum Beispiel, die haben auch wiederum Bogenschützen, aber das sind eher Kurzbögen. Wenn du also sagst, du holst dir die Mod, dann würde ich sagen, spiel in England, dann hast du Spaß mit den Langbögen. Wenn du sagst, na, ich lass mich ein bisschen treiben, dann verschlägt es dich da halt hin, wo es dich hin verschlägt. Ich habe mich treiben lassen und bin am Ende so ein bisschen Richtung Schweiz gedriftet. And get moving. Move. Arrows. Move out. Und im Norden, Süden und wo auch immer, überall in der Schweiz oder drumherum. Es hat alles ein bisschen Richtung Armbrustschützen ausgelegt. Zu wissen, hab mal reingeschaut und mit den Armbrustschützen abgenackt, da sie in der normalen Version eher enttäuschend performt haben. Ja, weißt du, warum die enttäuschend performt haben?
Das hat den Grund, dass in der normalen Version gibt es keine Armbrustschützen, die zwei Bolzen mitführen. Das heißt, die haben immer zu wenig Munition. Währenddessen zum Beispiel so ein Botkin... sprechen wir überhaupt? Botkin-Pfeile fassen halt irgendwie 24 oder teilweise sogar bis zu 30 Pfeile. Die Problematik, die da natürlich in der langen Schlacht da ist, Bogenschützen haben lange genug Munition. Armbrustschützen haben immer das Problem, dass sie etwa 20 Bolzen dabei haben. In der normalen Version haben sie immer einen Sack mit Bolzen dabei. Das heißt, sie haben eine Armbrust, einen Sack mit Bolzen, Schwert und Schild. Hier haben die teilweise kein Schild dabei, aber dafür zwei Bolzensäcke. Das heißt, die haben dann 40 Bolzen. Damit gleicht sich das dann schon eher wieder an den Bogenschützen. Und dann gibt sich das gar nicht mehr so viel. Also sie können auch etwas länger performen in einer Schlacht. Du kannst aber zum Beispiel, und das habe ich gemacht, Genua Armbrustschützen rekrutieren. Die haben wiederum ein Schild dabei, aber dafür nur einen Sack Bolzen. Die italienischen Armbrustschützen, die haben zum Beispiel Säcke dabei mit 18 Bolzen drin. Das heißt, die haben 4 Bolzen weniger als die aus dem Heiligen Römischen Reich. Dafür sind das bessere Bolzen. Die machen 5 Stichschaden, währenddessen die aus dem Heiligen Römischen Reich nur 3 machen. Und da merkst du schon, das macht dann doch wieder einen Unterschied. Footman! Move out! So, dann haben wir wieder die Sprache umgestellt, ehrlich. Genau, Botkins sind 27 und sie tragen dann 2 Säcke. Ja. Und wenn du dann zum Beispiel selber Armbrust-Skills, dann kannst du ja auch machen, dass deine Armbrustschützen 2 Bolzen mehr tragen pro Sack. Diese Säcke. Und dann hast du automatisch schon 4 Bolzen mehr bei deinen Armbrustschützen. Und dann auf einmal gibt sich das gar nicht mehr so viel, ob du jetzt Bogenschützen mitnimmst oder Armbrustschützen mitnimmst. Bogenschützen werden immer besser sein als Armbrustschützen, das kann ich dir soweit schon sagen. Weil je höher der Skill bei Bogenschützen ist, desto mehr Schaden richten sie auch an. Armbrustschützen haben mit einem höheren Skill nur schnellere Nachladerate, was ihnen nicht so einen großen Vorteil bringt wie bei den Bögen. Aber in Calradia ist der Unterschied schon sehr erkennbar, ob du jetzt Bogenschützen dabei hast, die mehr Pfeile haben, oder ob du Armbrustschützen dabei hast, aus von den Blandiern. Deswegen verstehe ich die Abneigung. Ist sie aber hinfällig, weil der Unterschied ist minim. Klar, Bogenschützen sind besser, werden sie auch immer bleiben. Einfach nur schon, also ist auch normal so. Aber ja, ich glaube, mit meiner Erklärung dürfte es soweit klar sein. Ändern. Wir reiten gerade ran. Verändern. Verändern. Angriff. Ich habe mich gerade im schwächsten Moment erwischt. Das bringt nichts. Unser Truppen sind zu gut.
Fast nur grün, so gefällt das einem, ja. Na, wir haben sie gut ausgebildet mittlerweile. Wir haben die starken Pisa Knights, die unsere Infanterie ist, reingehen sehr gut. Alles, was nicht Pisa Knights ist, ist trotzdem hoch. Wir haben die Genua Armbrustschützen in der ersten Linie der Armbrustschützen, die uns dann mit den Schilden decken. Und die italienischen in der zweiten, dritten und vierten Reihe, die uns mit mehr Bolzen und stärkeren Bolzen doch erheblich mehr Schaden raushauen. Und wir rekrutieren gerade die ganzen Reiter von überall aus der Welt. Alle, die zu uns kamen. Gibt es sowas wie römische Legionäre? Nein, aber es gibt eine Mod, wo du in Rom, also zur Zeit des Römischen Reiches, spielst. Lord Frederick. Sadistisch. Der ist ja noch schlimmer. Is that you? Ja. Am I free? Hi Maria. Es geht. So, Truppen. Das ist alles das, was Maria bei sich hatte. Die nehmen wir alle mit. Und wir nehmen schnell fast alles so mit. Ja, ich habe nämlich eine Idee. Loose. Lassen wir hier. Werde nehmen wir mit. Den Rest spenden wir. So, jetzt haben wir theoretisch nicht genug. Wir gehen jetzt in unser Königreich. Gesetze. Adelsgefolge. Clans des Rang 5 plus verlieren einen Einfluss pro Tag. Außerdem wird die Truppengröße ihrer Anführer um 40 erhöht. Anbieten. Jawohl. Damit haben wir 40 Mann mehr. Ja, irgendwie sind alle Adligen böse. Ja. Den Eindruck habe ich tatsächlich auch. So, jetzt muss ich kurz gucken bei den Clans. Macht er eigentlich Plus? Weil es, wenn meine Adligen Clans nicht irgendwie Einfluss kriegen, Clans erhalten 0,1 Einfluss für jedes Lehen, das sie besitzen. Kosten dafür einem Clan, eine Lehe zu entziehen, werden verdoppelt. Feudalerbe. Ja, das machen wir. Damit er 0,2 mehr kriegt. Das ist nicht wahnsinnig viel, aber es ist, bringt was. Baukosten werden gesenkt für Burgen. Hat keine Nachteile. Das machen wir einfach immer. Städteloyalität wird um 2 verringert. Nein, ich will irgendwie noch nicht herrschende Clans verlieren, 0,5. Machen wir nicht. Das Ding ist, die anderen Clans brauchen auch Einfluss, ansonsten können sie keine Armeen ausheben. Städte, die von herrschenden Clans gehalten werden, gewinnen eine Treue und einen Wohlstand pro Tag. Städte, die von nicht herrschenden Clans gehalten werden, verlieren 0,3 Treue pro Tag. Die imperialen Städte der Heiligen Schweiz, selbstverständlich. Nein, das machen wir nicht. So, ich hoffe, dass jetzt nicht allzu viel runtergeht. So hat sich die Armee jetzt hier geformt. Seht ihr noch? Macht ihr noch? Die sind weg. Wo sind sie hin? Kann es sein, dass meine Dings aufgemischt werden hier? Ja. Nehmen wir mal nicht, müssen schnell ein paar Gefangene kicken.
So, dann gehen wir schnell ins Verlies. Und schmeißen hier mal fix eine Handvoll von denen rein, eine Handvoll von denen rein und eine Handvoll von denen rein. Die nicht alle bei mir haben kann, das macht keinen Sinn. Den Warlord nehmen wir mal schnell und dann. Ja, den behalten wir einfach bei uns. Wie hast du angefangen im Game? Bist du erst Vasall gewesen? Ja, ich war ursprünglich Vasall von der Republik Venetien. Also Venedig. Ich habe denen geholfen, Belgrad, Zagreb, die Burg, diese Burg und die Burg hier hinten einzunehmen, dass alle Adligen was haben. Und als ich dann um Hilfe gebeten habe, dass wir im Norden von Italien Sachen angreifen, damit ich auch ein bisschen Gebiete kriege, wollte niemand mehr. Also bin ich kurzerhand gegangen. Habe Genua eigenhändig eingenommen, Schweizer Königreich gegründet, hab Genua verloren, Genua zurückerobert, Genua wieder verloren. Genua zurückerobert. Und dann habe ich angefangen, Genua auf offener Fläche zu verteidigen, statt in der Mauer. Also statt in der Verteidigung, dass er besser funktioniert. Ja, und hier sind wir. Der Hüter des Nordens. Der Hüter von Italien. So. Kommt alles ran jetzt. Die Stadt wird angegriffen. Das können wir unmöglich zulassen. So, wenn wir die besiegt haben, gehen wir direkt Pisa belagern und dann holen wir uns Pisa. Solltest du nicht zu der Schweiz hin? Falls man in Geografie nicht aufgepasst hat, die Schweiz ist oberhalb von Italien. Ich bewege mich gerade Richtung oberhalb von Italien. Die Antwort auf diese Frage ist ja. Mit jeder Phase meines Körpers will ich, zieht es mich hin in die Schweiz. Chillwall! Alter, die Linie. Unsere Armbrustschützen sind besser. Denn unsere Armbrustschützen kommen aus Italien. Unsere Bolzen sind besser. Wir verwenden die gleiche Armbrust wie die aus dem deutschen, aus dem alten Römischen Reich. Aber unsere Bolzen sind besser. Sie sind mit italienischer Liebe gemacht. Wie unsere Pasta und unsere Pizza. So. Erstmal müssen die Stiefel angezogen werden, bevor man den Berg erklimmt. Herrlich. Wie wahr. Ja, man müsste erstmal anständige Stiefel anziehen, bevor man den Berg erklimmt. Genau so ist es. Genial. Einfach genial. Ja, das sind noch Bolzen, die von Mama handgeschnitzt sind. Das sind Bolzen, die von einer echten Madonna gemacht sind. Bella Donna.
nein! Wie kann ich da drüber schlagen? Das geht nicht. Gut. Heimat Amsterdam. Theoretisch, wenn er drauf geht, würde sie erben. Ja, das ist das Königsberg-Problem, ja, verstehe. Lord Leon. Von Leon gibt's nicht mehr viel. Aber Leon besitzt relativ viel. Interessanterweise besitzt Leon 4. Wenn Leon aber eines Tages nicht mehr ist. Patrick, kann's gehen. Wir nehmen sie alle mit. Also hier schon, hier nicht. Das Momentum auf unserer Seite, das ist gut. So, wir hatten ja bei uns. Moment schnell. Ein paar Armbrustschützen brauchen wir schon wieder. Ja, ja, das ist alles Teil des Plans, des Großen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, wo ich die Fähigkeitspunkte reinschmeiße. So. Truppen spenden. So. Dann gehen wir lagern. Verona Castle wäre natürlich noch interessant. Venedig ganz klar. Zuerst Venedig. Ja, ich muss mich jetzt entscheiden. Ein mehr Schaden ist gut. Das wäre auch gut. So, Taktik und Elan, damit wir Elan noch voll kriegen mit 275 auf dem Schwert dann. Und Taktik, um noch die Sachen zu machen. Ich habe mich jetzt entschieden, ich habe es schnell geklickt und auf Beenden, damit ich nicht nochmal in Versuchung komme, es aufzubrechen. Einfach schnell klick, klick, fertig, dann ist es gesaved und ich kann es nicht mehr ändern und dann ja, habe ich mich jetzt entschieden. Also wir werden 2 Katapulte bauen. Der Rest wird Ballista. Wir haben zwar 1000 Mann, aber
Das Heilige Römische Reich wird wahrscheinlich locker in der Lage sein, nochmal 1000 Mann auszuheben. So, wo kann ich hier denn... An welcher Stelle kann ich denn... einen Rambock bauen? Hallo? Der Rambock gibt's in der Stadt nicht. What the? Ich weiß nicht, wo ich den Rambock bauen kann. Hallo? Okay, dann halt ohne Rambock. Im Belagerungscamp. Also hier. Ich kann leider nicht draufklicken, falls das stimmt. Ich hab's gesehen, dass die Stadt wieder belagert wird. Wir holen zuerst das hier. Okay. Die Genuese und die Heilige Schweiz haben Frieden geschlossen. Dann werden wir die Genuesen-Leute gleich suchen. Wenn die Mauern eingerissen sind, können wir eigentlich rein. Das ist kein Problem. Meine Befürchtung nur ist, dass Ancona nicht genug Verteidiger hat. Obwohl die Miliz steht wieder in Ancona. Dafür haben wir gesorgt, dass die Loyalität hoch genug ist. So, es wird ein nächtlicher Angriff. Damit wir noch rechtzeitig nach Ancona kommen. Go. 500 Mann mehr, aber die Mauern sind weg. Eine Holzaußenwand für eine zusätzliche Linie ist natürlich auch nicht. Beep.
Es geht jeder rein. Wahnsinnig clever war das nicht. Brandpfeil, das müsste bestimmt einen Fähigkeitsplan geben. Ne, Brandpfeil gibt es im Spiel nicht. Aber auch dafür gibt es einen Mod. Easy, das ist alles. Interessant, dass noch niemand draufgegangen ist, ne? Also von den Adligen oder so. Zumindest nicht bei uns. So, wir nehmen die Pferde rüber, den Rest rein. Oha, die haben echt genug Geld, krass. Die Leopardin aus Persien. Gibt es hier auch eine Zweihandschwert, dass du mehrere Feinde durchgehst wie eine Henkersaxt? Das, also nur Äxte können das, nur Zweihandäxte können das. Besitzer von Pisa, na ich. Werner wird sich auch fragen, was bei wem bin ich jetzt hier eigentlich in Königreich gegangen? So, also Pisa ist unter meiner Herrschaft. Ich wollte noch schnell unter Trupps dann Pisa einstellen auf den Tausender. Die sind schon dabei, sie greifen gerade an. 200 noch. Mal nicht, wir sind zu schnell und sie sind zu viele. Wir haben lange viel Tribut gezahlt, aber nicht dieses Mal, mein Freund, nicht dieses Mal. Dieses Mal zahlt ihr uns Tribut, wenn ihr aufhören wollt, dass wir euch den Arsch aufreißen in Norditalien. So sieht's nämlich aus. Viel zu viel haben wir gezahlt an die Krone des Heiligen Römischen Reiches. Diese Schadenfreude. Ja, wenn du kurz vom Abkratzen des Existenzbereichs gewesen wärst, so wie wir. Ich meine, die haben uns bluten lassen, ne? Das Heilige Römische Reich hat uns bluten lassen. Und wie? Jetzt könnte man natürlich geschichtlich sagen, aber du hast als erstes Genua angegriffen. Ja, aber das ist Mimimi, ne? Also das ist schon Beschwerde auf hohem Niveau, muss ich sagen. Aber ja, nein, es war teuer. I mean. Infantry!
keinen Schildwall gemacht. Von deinen Rittern stirbst du trotzdem in den dreckigen Boden. Der Stiefel hat jetzt Stahlkappen an, zurückzudrehen. Genau so ist es. Den Weg. Auf Wiedersehen, den Weg. Wir haben mittlerweile auch ordentlich Reiter. Das, was ich missen muss, ist... Nein, die Infanterie zieht sich zurück. Die Kavallerie deckt diesen Rückzug. Interessant zu sehen ist, dass die Kavallerie in der Regel immer noch länger weiterkämpft, währenddessen sich die Dings schon zurückziehen, die Infanterie. Es wirkt immer so, als ob die Kavallerie den Rückzug deckt von der Infanterie, ne? Ich weiß nicht, ob es so geplant ist, aber ist cool. Jetzt gerade sagen, mit den Reitern sieht es gerade gut aus. Ja, ja. Die Fläche, ja. Also in den Alpen wird uns das nichts mehr bringen. Dieses sadistisch, ne? Das macht das Ganze kaputt. Ansonsten hätte ich Löwenburg Castle. Ich habe keine Ahnung, wo das ist. Wie alt ist er denn? 38. Sie wird es erben, ne? Sie wiederum ist eine ganz nette. Na, komm mal ran. Keine Ahnung. Du bist uralt. Mit 55. Super knauserig und impulsiv. Aber ich fände es gar nicht so schlecht, wenn du auf unserer Seite kämpfst. Du hast aber keinen Besitz mehr, nicht wahr? Hör mal ran. Sophia. Frederik. Sadistisch. Vater ist Strafe genug. Lothar. Es geht. Löwenberg war Richtung Berlin. Ob es dasselbe ist? Wird schon dasselbe sein, ja. Beatrix von Lorraine. Lorraine. Du bist auch crazy, ganz ehrlich. Ist genauso schlimm. Eine Katastrophe. Ja, wir haben Kamele bei uns, nicht? So, wir bewegen uns. Gaius, dankeschön für den Raid, hallöchen. Wohl dauert immer ein Momentchen, ne? Was, dahin bewegen, dahin bewegen, dahin bewegen, bevor sie alle weg sind und drin. Also die Genua-Söldner nehmen wir noch mit. Dann gucken wir mal schnell. Das sind alles Italiener, 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 Italiener. Squire. Gaius, grüß dich, hallöchen. Dankeschön für den Raid. Wir spielen hier Mountain Blade 2 mit der Europa-Mod und die ist super. Der Präsident von Texas, grüß dich. Was gab's Schönes bei dir im Stream drüben? So, die kommen alle raus, werden alle verkauft. Das ist gut. Ich komme nicht nach, die zu rekrutieren, die Kavallerie, ne? Wir machen schneller mehr gefangen, als dass wir die Kavallerie nachrekrutieren. Okay, super. ...1836 mit der Republik Texas. Oh, chillig. Irgendwas habe ich vergessen. Oder was? Aha, ja genau, ich wollte nachgucken, wo das ist. Ah, hier, Löwenburg Castle, ja. Ich scheine ziemlich gut Geld zu haben. Ja, bis ich eine adlige Familie bestechen muss, bis sie bei uns ist, dann bin ich wieder arm. Wir könnten eigentlich den Besitzer von Cagliari fragen.
Obwohl das G wird im Italienischen, glaube ich, nicht ausgesprochen. Ist dann Cagliari, oder? Cagliari. Wir könnten nach Venedig. Wir könnten auch sie fragen, ob sie sich uns anschließt. Das einzige Problem, was ich bei ihr habe, ist, dass die Familie sehr klein. Venedig würde ich eigentlich noch gerne zu meinen Städten zählen. Wir marschieren. Wir marschieren. Isa wird belagert. Wie weit sind wir eigentlich in puncto... Er ist bei 7670, Alter. Was ist da los? Waldhumeral Gefangene. Stark. Wie schnell sind wir nicht? Humbert der Zweite ist aus meinem Trupp entkommen. Schreiben wir die nächsten auf. Aber ich mache das schnell von der Seite, damit ich schneller reinkomme dann. Ja, ich würde Venedig eigentlich gerne angreifen. Den Mittelfinger Richtung Republik zu zeigen, um ehrlich zu sein, weil die damals nicht das gemacht haben, was ich wollte. Warriors! Move! Wall! Infantry! Move out! Archers! Forward! Einfach fragen, jeder Krieger auf der Seite ist ein Meer und an wie dem Volk du ihn abgibst. Ich weiß nicht, wenn ich einen hinterlistigen Adligen frage, du darfst nicht vergessen, die können auch wieder austreten, ne? Wenn jetzt zum Beispiel ich dem einen das Angebot mache, kämpfe für mich und ich zahle dem viel Geld und der König des Heiligen Römischen Reiches oder der Kaiser auf einmal sagt, oh, weißt du was, ich mache dir auch nochmal ein Angebot, dann kann es sein, dass der wieder wechselt. Das heißt, es könnte sein, dass ich eine Burg einnehme. Dann gebe ich die Burg einem meiner frischen Leute, der neu dazugekommen ist. Und dann auf einmal haut der wieder ab. Das ist nicht unwahrscheinlich. Kann passieren. Hallo there, hallöchen. Die haben die besseren Bogenschützen. Armbrustschützen. Unsere italienischen Armbrustschützen sind die besseren Armbrustschützen. Das einzige, was mich beunruhigt, ist seine 100 Kavallerie, die er hat. Ah, ich hab keine. Schießt die eigentlich richtig? Banner weg, ihr habt verloren. Die Armee ist etwas tougher, sehe ich gerade. Ne? Wir müssen aus den Tiefen des Heiligen Römischen Reiches kommen. Forward!
Formation bilden. Die Reiter nach hinten. Bogenschützen weg. Die 150 Mann, die da kommen, die will ich nämlich abfangen. Und die linke Flanke eigentlich machen. Alle hin. Schildwall. Das sind die Überbleibsel. Die Flak sind dort tot und gut ist. Dreht und rein. Wie halte ich den Speer von unten, ohne es zu stoßen? Es gibt Lanzen, die kannst du einlegen. Und dann, die müssen die Fähigkeit einlegbar haben. Ich zeig dir das nachher gleich, wo das steht im Inventar. Es gibt auch Lanzen, die kannst du abstützen. Die kannst du dann, wenn du als Infanterist stehst, kannst du die auf den Boden stellen und dann hältst du die gegen die Kavallerie. Und wenn die Kavallerie losrennt, spießt sich es selber auf. Ein Lord. Keine Ahnung. Oh, Adrian. Mathilda. Mathilda 67. Ist eine Hinterlistige. Aber mit 67 kann sie von mir als eine Hinterlistige sein, weil sie wird nicht mehr lange hinterlistig sein. Ihr Sohn würde dann übernehmen, der ein absoluter Heiliger ist. Die Frage ist nur, wo ist sie? Wo kann's gehen? I healed. You won. Das auch gehen. Das auch gehen. Das spenden wir den Männern. Die Kavallerie nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So, du hast hier bei der Lanze, steht hier Lanze einlegen. Die kannst du mit der X-Taste einlegen. Dann, wenn du eine bestimmte Geschwindigkeit beim Reiten hast, erscheint unten rechts ein kleines Symbol. Dann klickst du X und dann legt er die Lanze ein. Und dann hält er die einfach so lange, bis er etwas trifft mit der Lanze. Oder bis du die Geschwindigkeit verlierst. Erlittener Sturmangriffsschaden für Truppen in der Formation. Plus 30 Schadensbonus aus Geschwindigkeit mit Stangenwaffen für Kavallerie in eurer Formation. Ich führe aber die Kavallerie nicht. Wir nehmen den Hauptmann hier. Die feindlichen Reiter fügen uns dann nicht mehr so viel Schaden zu. Ich müsste etwas Nahrung loswerden. Ja, machen wir gleich. Nein, das geht nicht mit jedem Speerlanze. Nur die, die dafür gemacht sind. Einige Lanzen sind zu lang. Andere Lanzen wiederum sind dafür ausgerichtet, dass du sie auf dem Boden abstützt. Plus 30 Chance für Truppen des Rang 1 oder 2 sich tödlich und zu erholen. Das Ultra ist das, was am besten ist. So, der Wundarzt. Mein Wundarzt ist damit beschäftigt, eine Truppe anzuführen. Brabancon Knights. Aus welcher Kultur kommen die? Brabancon Spearmen, Brabancon Knights. Die sind ähnlich wie die Pisa-Soldaten, verdammt gut. Die behalten wir. Ich
Kann man die eigene Truppe mit Kriegsgeräten ausrüsten? Wie meinst du, wie du die mit Kriegsgeräten ausrüsten kannst? Mercenary Crossbowman. Gucken wir noch schnell, ob ich noch einen Teil davon loswerden kann. Perfekt. Naja. Die guten Schwaben. Ja, das sind Zweihandschwert. Also die haben, das sind zwei Händer, die auf dem Pferd reiten. Eigentlich ganz witzig. Aber sie verlieren halt gegen Speerkämpfer. Das ist das Problem. Also, Kriegsgerät kannst du bei einer Belagerung bauen. Ihnen zum Beispiel Schwerter geben. Ah, du meinst das, was ich immer mache, dass ich Waffen spende, damit sie an Erfahrung gewinnen. Simon, der Wundarzt. Hab ich dich in der Kavarane geschickt? Ah nein, du verkaufst hier... Dass man das machen kann, was ich immer mache. Dafür musst du unter Vogt Brabacon, ich vermute Brabant, Belgien, Niederlande. Dankeschön. Dann gibt's auch da gute Söldner, ich freue mich. Dann sind wir nicht nur auf die Pisa-Soldaten angewiesen. Du kannst bei Vogt hier Bezahlung in Versprechen skillen. Da kannst du Rüstung ablegen. Also die legst du dann, also du gehst einfach ins Menü und dann schiebst du die rüber. Oder wenn nach der Schlacht lässt du sie einfach liegen. Und dann kriegen die Erfahrung. Und das zweite ist das hier oben. Abgelegte Waffen werden an Truppen gespendet. Also hier machst du das gleich mit den Waffen. Bei denen hast du Rüstung, bei denen hast du Waffen. Entweder skillst du das selber oder du hast einen Quartiermeister, der das hat. So, ein polischer Knight. Ja, sehr gerne. So, wir werden Venedig einnehmen, aber in der nächsten Folge logischerweise. Irgendwo müssen wir. Wenn wir Venedig eingenommen haben, überlege ich mir sogar, ob wir den jeweiligen Adligen dazu holen. Wir könnten übrigens auch die Familie trotzdem dazu holen, dann hätten wir wenigstens jemanden bei uns. Siegfried ist nicht, das ist zu weit weg. Oh, ich habe Mathilda ja bei mir. Nachdem wir Venedig eingenommen haben, werde ich Mathilda fragen, ob sie mir gesamt Korsika und... Wie heißt die Insel unter Korsika? Korsika und... Scheiße. Das müsste ich wissen. Sardinien, danke. Ob sie mit Korsika und Sardinien überläuft zu mir. Sie ist hinterhältig. Die Chance besteht, dass sie das macht, wenn der Preis stimmt. Wenn die in Venedig einmarschieren und noch ein paar Sachen verkaufen, haben wir ein gutes Stück über 1 Million. Das könnte reichen, dass sie zu uns kommt. Dann sind wir die Inselgruppe. Das Inselpärchen sind wir auf einen Schlag. Ist das bei uns. Wenn du Venedig angenommen hast, vergiss nicht, Kreuzfahrtschiffe zu verbieten und 5 Euro Eintritt zu nehmen. Ich werde es versuchen. Nein, bitte nicht Mathilda, bitte nicht Mathilda, bitte nicht Mathilda, bitte nicht Mathilda, bitte nicht, danke. Aber die andere ist entkommen. Floris der Zweite. Der Kaiser ist übrigens immer noch in unserer Gefangenschaft. Lol. So, wir werden in der nächsten Folge an der Stelle weitermachen, meine Damen und Herren. Ihr wisst, wie es funktioniert, wenn es auf dem Let's Play Channel guckt. Like da lassen, Kommentar lassen und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.